Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem schweren Unwetter auf der italienischen Insel Ischia ist ein zweites Todesopfer geborgen worden, laut Behörden ein kleines Mädchen. 10 Menschen werden noch vermisst. Anwohner und Rettungskräfte bemühen sich unterdessen, Schlamm und Geröll aus den Straßen des Küstenortes Casamicciola Terme zu räumen. Heftige Regenfälle hatten gestern im Norden der Insel zu einem schweren Erdrutsch und Überschwemmungen geführt. Häuser wurden zerstört, Fahrzeuge teils bis ins Meer gespült. Im ersten WM-Spiel heute hat Costa Rica mit 1:0 überraschend gegen Japan gewonnen. Mit diesem Ergebnis steigen auch die Chancen der deutschen Nationalelf auf den Einzug in die K.O.-Runde. Costa Rica jubelt und sorgt für die große Überraschung beim Sieg über Japan. Nach 45 Minuten ohne Höhepunkte hatten die in Blau spielenden Japaner Sekunden nach Wiederanpfiff die erste Chance der gesamten Partie. Aber der Schuss von Morita kam genau auf Torwart Navas. Costa Rica komplett harmlos bis zur 81. Minute, bis zum Tor von Fuller. 1:0 für die Lateinamerikaner, die ihr Glück kaum fassen konnten. Der erste Treffer des Turniers für Costa Rica. Plötzlich mischt auch der krasse Außenseiter mit im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Japan vergab auch die letzte Möglichkeit durch Frankfurts Kamada nach 88 Minuten. Das Abwehrbollwerk der Costa Ricaner hielt irgendwie mit etwas Glück. 1:0 der Endstand für Costa Rica. Die insgesamt enttäuschenden Japaner am Ende total frustriert. Ein vorzeitiges WM aus der DFB-Elf heute Abend ist also abgewendet. Um 20 Uhr unserer Zeit trifft die Mannschaft im zweiten Gruppenspiel auf Spanien. Ja, Lea Wagner in Doha. Wovon hängt es denn nun ab, ob Deutschland nach der Gruppenphase weiterkommt oder nicht? Deutschland hat es mittlerweile definitiv in der eigenen Hand. Mit 2 Siegen würde Deutschland im Achtelfinale stehen. Sollte Deutschland heute Abend unentschieden gegen Spanien spielen, müssten sie im letzten Gruppenspieltag gegen Costa Rica gewinnen. Parallel müsste Spanien dann Japan schlagen. Auch dann wäre Deutschland im Achtelfinale. Sollte Spanien parallel unentschieden gegen Japan spielen, würde es auf die Tordifferenz ankommen. Dann wären nämlich Japan und Deutschland punktgleich. Sollte Deutschland heute Abend gegen Spanien verlieren, müssten sie auch am letzten Gruppenspieltag gegen Costa Rica gewinnen. Und parallel müsste Spanien Japan schlagen. Dann hätten wir die Konstellation, dass hinter Spanien alle 3 Gruppenteilnehmer punktgleich wären. Und auch da würde es auf die Tordifferenz ankommen. Vielen Dank, Lea Wagner in Doha. Die beiden großen kirchlichen Hilfswerke haben mit Gottesdiensten ihre bundesweiten Spendenaufrufe eröffnet. Die Weihnachtsaktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat hat das Motto Gesundsein fördern. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt rückt in diesem Jahr die Klimagerechtigkeit für ärmere Länder in den Mittelpunkt unter dem Motto Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft.